herzlich willkommen im Wald in der dunklen Hütte. Nicht ganz dunkel, weil ich habe da meine Videoleuchte hingestellt, damit man mich auch einigermaßen sehen kann. Und dachte mir, ich mache zweierlei Dinge. Erstens eine Buchbesprechung über das hier. Und zweitens einen ganz kurzen ansatzweise Abriss von der Geschichte des Survival in Deutschland. Und ja, eigentlich mal noch ein drittes Ding, nämlich darf man Künstler und Werk trennen, weil das spielt hier leider auch mal wieder eine Rolle. Nämlich, fangen wir mal an, erstmal grob mit der Geschichte des Survival. Wenn man ganz mal darüber nachdenkt, wann denn Survival als Form eines Erlernens von Techniken, die einem das Überleben hinterher erleichtern und dass dazu ausgebildet werden, sozusagen solche Überlebenstechniken zu erlernen, mal sich fragt, wann das eigentlich angefangen hat, dann ist das Früheste, was ich finden konnte, nämlich die Green Beret-Truppe oder Green, also das grüne Barett letztendlich der englischen Armee, die in Schottland in einem speziell dafür ausgerichteten Trainingscamp zu eben Green Berets ausgebildet worden sind, also spezialisierte Anti-Nazi-Nahkampf und Fernkampf natürlich, aber auch eben Nahkampf-Experten, die besonders viel Nahkampftraining auch bekommen haben, war zur damaligen Zeit jetzt eher wieder unüblich, weil Soldaten sollte schnell gehen, Soldat hat ein Gewehr, das heißt, dann soll er damit gefälligst auch schießen und nicht groß auf Nahkampf setzen. Diese Truppe hat aber bereits ein Survival-Messer, Überlebenskampfmesser, wenn man so möchte, bekommen, das auch als Multifunktionsgegenstand gedacht gewesen ist, um eben auch in diversen in krassen Situationen zu überleben. Und das Training dieser Einheiten fand eben, ich gebe das jetzt ganz grob wieder, das könnt ihr gerne auch nochmal irgendwo nachlesen, fand und deswegen auch in Schottland statt, weil sie halt da so miese Bedingungen hatten und so mieses Wetter, harte Ausbildungsbedingungen, und da sollten dann also ganz harte Kämpfer bei rauskommen, und da war eben inklusive dieser Ausbildung, wie überlebst du bei niedrigen Temperaturen, wie überlebst du bei anderen Temperaturen, wie baust du dir ein Shelter, wo findest du Trinkwasser, was kannst du notfalls essen. Das sollen die zumindest Gerüchte halber zum ersten Mal da nennenswert exerziert haben. Das klassische Survival-Training, Military Survival-Training, wie es ja auch heute bei den allermeisten Armeen, zumindest Teile der Truppe, unterfährt, wurde dann notwendig, als dann immer mehr die Luftfahrt im Krieg eine Rolle gespielt hat und abgeschossene Piloten sich noch rausschießen konnten mittels Schleudersitz, als der dann auch irgendwann mal aufkam, den gab es ja auch noch nicht die ganze Zeit in der Luftkriegsführung, und dann eben das Szenario anstand, dass die jetzt im Feindesland irgendwo im Dschungel, zum Beispiel Vietnam oder sowas, notlanden und dann da irgendwie überleben müssen, um sich entweder A, zu ihrer eigenen Einheit durchzuschlagen, oder B, halt so lange klarzukommen, bis der Krieg fertig ist. Oder tatsächlich irgendwann gerettet werden oder was auch immer. Ja? Und da ging das dann auch zum Beispiel los mit dem berühmten Paracord, was man ja kennt aus der Bushcraft-Survival-Szene. Diese Schnur, die Paracord für den Para-Jumper tatsächlich, für den Schirm, das war ja eigentlich die Schnur, an der der Fallschirm hing letztendlich. Ja? Und das wurde dann natürlich eben auch im Rahmen des Survival-Trainings für eben die ersten im großen Stil in Survival unterwiesenen Soldaten, nämlich eben die Piloten, die da hätten abstürzen können, eben denen ganz ans Herz gelegt, diese großartige Schnur ihres Fallschirms dann halt eben für alle möglichen Survival-Zwecke zu verwenden und so weiter. Und da ging das dann langsam los. Und nach kam das dann zum Beispiel in Mode, sich diese Paracord-Armbänder herzustellen, Paracord-Survival-Armband, eben weil diese Schnur ja zum Survival so gut geeignet ist, kommt alles aus dem Militärbereich. So. Gleichzeitig, mehr oder weniger, zu dieser Entwicklung dieses Military Survival, wo dann letztendlich auch der Begriff Survival als Training, als Erlernen dieser Techniken herkommt, gab es auch eine erste
ansatzweise Survival-Bewegung in Deutschland, die allerdings noch nicht so hieß, beziehungsweise die gab es schon immer und das waren die quasi Waldläufer. Das Waldläufertum oder das Waldmanntum, das ist noch deutlich älter als die Survival-Bewegung. Das wird es auch im englischsprachigen Raum gegeben haben, aber zumindest in Deutschland waren da halt dann eben die Jäger und die Fallensteller, sofern es die dann noch bei uns ja nie im großen Stil, aber gegeben hat, die Trapper in Amerika, das waren so die zivilen Survival-Leute, wenn man so möchte, ne? Die dann auch dieses Bushcraft letztendlich ein bisschen geprägt haben und auch dieser Begriff, der kommt aus Australien, auch da eben waren es dann die Jäger und Fallensteller, die eben in dem Busch, in Australien heißt ja quasi alles nicht zivilisierte Land mit ein bisschen Sträuchern drauf, ist der Busch. Und im Busch dann eben Dinge zu bauen und sich da Lager zu errichten, das war dann halt eben das Bushcraft. Das ist ein recht junger Begriff, den hat damals noch keiner gesagt und bei uns eben im deutschen Bereich größtenteils eben aus dem Jagdbereich dann dieses Erlernen bestimmter, ja, letztendlich Überlebenstechniken, auch wenn man es damals noch nicht so genannt hat. Natürlich wusste der Jäger, wie er ein Feuer zu machen hat, wenn er auf längeren Jagden unterwegs gewesen ist. Natürlich konnte der ein bisschen Fallen stellen, der konnte sowieso natürlich auch schießen, Tiere ausnehmen. Das sind ja grundsätzlich Skills, da sagt man heutzutage, die für Survival ja durchaus sehr hilfreich sein können. Das normale zivile Survival-Training, was man so als Hobby machen kann, so wie ich, umfasst das selten. Aber grundsätzlich fällt das alles so in diese Richtung, weshalb wir also Einflüsse quasi auf diese Survival-Szene haben. Erstmal eben, wie gesagt, aus dem Militär, wegen dann den Fallschirmspringern, vorher von den Elite-Einheiten. Und gleichzeitig eben, wie gesagt, immer notwendig war für Leute, die viel Zeit in der Natur verbringen, vorzugsweise eben Jäger und dann eben noch aus dem Buschmanntum der Kontinente, in dem es sowas gegeben hat, wie eben diesem auch das klassische Bushcraft aus Australien. Ja, all sowas, diese ersten Elemente des Survival, hat sich dann, um es in Deutschland endgültig bekannt zu machen, Rüdiger Nehberg geschnappt. Und hat sein erstens sehr publikumswirksames, zweitens sehr gut geschriebenes, drittens sehr lustiges und für mich persönlich tatsächlich so ein bisschen weltenverändernd inspirierendes Büchlein Survival, die Kunst zu überleben, verfasst. Davor hat er noch Abenteuergeschichten geschrieben, weil er auf Abenteuer gegangen ist und hat sich eigentlich sein Leben lang zumindest ein Stück weit mit eben diesem Survival beschäftigt. Ich dachte, Nehberg wäre der Erste gewesen, der den Begriff Survival in Deutschland überhaupt eingeführt hat. Tatsächlich ist dem aber nicht so. Nehberg selbst nennt als Quellen für seine eigene Survival-Ausbildung, der beschreibt ausführlich, wie schwierig es war, da überhaupt an Informationen zu diesem Thema ranzukommen, unter anderem dieses Buch. Das ist nämlich noch älter als Nehberg und die Erstauflage müsste erschienen sein. Mal gucken, ob wir das noch rausfinden. Die hier ist von 82, aber ursprünglich, ich meine, das wäre aus den 60ern. Ich meine, ich hätte das irgendwo nachgelesen. Ich schreibe es euch gerne nochmal unten hin. Wurde immer mal wieder neu aufgelegt. Daher ist jetzt eben die hier, 82, ist eine wahrscheinlich der letzten Drucke, die so gemacht wurden. Und wenn es tatsächlich aus den 60ern ist, dann muss man ja sagen, ist das inzwischen 60 Jahre alt. Und ja, Nehberg ist ein bisschen später dran gewesen. Ja, ein bisschen später. Nicht viel. Ich glaube, dass die ersten Survival-Werke und diese Prägung des Begriffes Survival durch Nehberg und damit ist das Ganze dann auch viral gegangen, wie man heutzutage im Internet-Sprech sagen würde, und hat sich in Deutschland wirklich gut ausgebreitet. Und Nehberg fand erste Anhänger und hat später viele weitere Jünger, ich gehöre ja auch dazu, quasi, die dem Ganzen ein wenig nachgeeifert haben und das total klasse und spannend fanden, vor allem eben mit dieser extrem charismatischen Galionsfigur Rüdiger Nehberg. Gar nicht so sehr charismatisch und auch nicht als Galionsfigur hat dann letztendlich Hans-Otto Meißner funktioniert, auch wenn er, wie gesagt, von dem Survival-Buch her und dem Begriff Survival in Deutschland früher dran war als Nehberg. Denn hier haben wir die überlistete Wildnis vom Leben und Überleben in der freien Natur. Da steht jetzt erstmal nichts von Survival im Titel. Wenn wir aber
den Klappentext mal lesen. Ich zitiere einfach mal: Was Pfadfinder oder Teilnehmer eines Überlebenstrainings sich freiwillig zur Aufgabe machen, kann auf jeden zukommen, wenn ihn eine ungewöhnliche Notlage dazu zwingt. Ohne technische Hilfen muss dann die Wildnis überlistet werden. Man steht vor Grundfragen des Daseins und soll sie lösen, um zu überleben. Wie macht man Feuer ohne das gewohnte Streichholz? Damals war ein Feuerzeug scheinbar noch nicht gang und gäbe. Wie findet man Wasser in Wildnis und Wüste? Wie jagt man ohne Waffen? Wie kann man schlafen in Eis, Schnee und Eis? Wie findet man heraus aus wegloser Wildnis? Hans-Otto Meissner hat an diesem Thema jahrelang gearbeitet. Er suchte Experten in aller Welt auf und beschäftigte sich mit der einschlägigen Literatur. Da gab es noch nicht so viel damals, ne? So entstand ein fundiertes Sachbuch, das der Autor ebenso spannend geschrieben wie seine bekannten Romane und Reiseschilderungen. Hans-Otto Meissner ist ein durchaus sehr produktiver Schriftsteller gewesen. Das Leben in der Wildnis wurde während der letzten Jahrhunderte so gründlich erforscht wie nie zuvor. Es ist eine Wissenschaft für sich geworden, ein spannender Sport, der viele begeisterte Anhänger hat. Der Anstoß dafür kam nicht von den alten Waldläufern, auch nicht von den passionierten Freunden der Wildnis. Ganz im Gegenteil, das modernste Verkehrsmittel unserer Zeit, das Flugzeug, hat diese Rückbesinnung auf das natürliche Leben provoziert. In ihrer heutigen Form ist diese Kunst des Überlebens zunächst von der amerikanischen und kanadischen Luftwaffe entwickelt worden, um notgelandeten Fliegern das Überleben in menschenleeren Gegenden zu ermöglichen. Erst später zogen daraus die zivilen Flieger und nach ihnen die Freunde der Wildnis und die Jäger ihren Nutzen. So, das ist also so ein kleiner Abriss. Und tatsächlich könnte man jetzt noch meinen, Kunst des Überlebens, das ist etwas, was ich unzweifelhaft mit Neberg in Verbindung bringe. Steht hier aber auch, wie gesagt, schon früher drin. Das heißt, Neberg hat wahrscheinlich daher. Und der Begriff Survival, den können wir dem Inhaltsverzeichnis entnehmen. Da steht nämlich als Kapitel 1, was ist Survival? Und damit muss man leider, ein Stück weit leider, für mich persönlich sagen, dass Meissner schneller war, mit eben diesem Begriff im Deutschen zu prägen. Und das hier ist meines Wissens das erste vollumfängliche Survival-Handbuch, in Anführungszeichen, in Deutsch, aus dem deutschen Sprachraum. Ja? Wobei Meissner war Deutscher, der war nämlich Nazi, vermutlich. Ne? Kommen wir nachher noch dazu. Daher wird er wahrscheinlich großen Wert darauf gelegt haben, Deutscher zu sein. Ja, und bevor wir aufs Werk eingehen, vielleicht will mir dann hinterher auch keiner mehr zuhören, was da überhaupt drin steht, muss man kurz zum Autor ein paar Takte sagen. Der hat diversen Dreck am Stecken. Er ist zwar nie dafür verurteilt worden, als die anderen Nazis gehängt wurden, aber auch er war einer. Und jetzt ist halt die Frage, wie definiert man einen Nazi? Was muss der alles getan haben in der NS-Zeit, um da wirklich dazuzugehören oder einfach nur Mitläufer gewesen sein? Schwer zu sagen. Und im Fall von Meissner kann man tatsächlich nicht beweisen, oder nicht nachweisen, wie sehr er denn dieser Ideologie angehört hat und der Meinung war, dass die Juden tatsächlich böse sind oder minderwertig oder wie auch immer man diesen Schwachsinn formulieren möchte. Das wissen wir nicht. Das können wir heute nicht mehr nachvollziehen. Er selbst hat immer bestritten, da nennenswert großen Dreck am Stecken zu haben. Er war dann als Schriftsteller auch erfolgreich hinterher. Und was man heute noch aus alten Dokumenten rausfinden kann, ist schwierig, da den Grad der Verstrickung in die NS-Machenschaften nachzuweisen. Fakt ist allerdings, dass er ein hochgradiger Diplomat der NSDAP gewesen ist, in der NS gewesen ist, SS gewesen ist und eben für das Nazi-Regime als Diplomat tätig war, dabei auch bei einer Anti-Juden-Konferenz zumindest mal anwesend, wo eben unter anderem die Endlösung der Judenfrage, wenn man das so nennen darf, das ist ja der historische Begriff dafür, diskutiert wurde. Da war er mindestens mal da. Welche Aussagen er da gemacht hat, ist umstritten. Da ist wenig überliefert. Und eben weil wenig überliefert ist und die entsprechenden Protokolle nur zum Teil vorhanden sind, haben dann die Amis, als sie dann später eben die ganzen Anti-Nazi-Prozesse durchgeführt haben und die Obernazis gehängt haben, um es mal lapidar zu formulieren, ihn quasi nach einer Zeit lang im Knast laufen lassen. Und danach hat er sich soweit wieder rehabilitiert. Das ist ja vielen gelungen, die da in der NS-Zeit irgendwie Näheres mit der NSDAP zu tun haben. Hatten, war vielleicht auch ganz gut so, weil irgendwer musste sich ums Land kümmern hinterher nach dem Krieg. Vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Ich bin nicht Historiker und es ist auch nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen.
Aber ja, da hat er zumindest mal ein gewisses Maß an Dreck am Stecken, weil Parteimitglied plus in der SS gewesen, letzteres kann man ja noch sagen, okay, da wurde halt reingezwängt, aber sich in der Partei noch hochgearbeitet und einer der Chefdiplomaten gewesen. Ein Diplomat muss ja schon irgendwie die Meinung seiner zugrunde liegenden, also seines Auftraggebers irgendwo widerspiegeln. Drum habe ich schon das Gefühl, insbesondere aufgrund der Schreibweise hier drin, dass ich da manchmal vom Gefühl her, ne, beweisen kann ich gar nichts, schon eine gewisse Prägung durch eine Ideologie, die wir heute so gar nicht mehr gut finden, bemerken möchte. Ja? Und das ist mitunter schwer zu ertragen, für mich persönlich. Ne? Wenn man da weniger Berührungsängste hat, dann kann man das Buch vielleicht angenehmer lesen. Zweites Problem, was, ich sage jetzt nicht schwerer wiegt, aber was ebenfalls sehr problematisch ist, wenn man das lesen möchte, dass der Mann Großwildjäger gewesen ist und so ziemlich alles getötet hat, was zu jagen vollkommen sinnlos und idiotisch ist. Heißt Tiger, ich glaube Elefanten, dass er mal auf Elchjagd in Norwegen gewesen ist, ist noch das kleinste der Probleme. Der Elch war nie bedroht, ist es bis heute nicht, jedenfalls nicht in Norwegen, Schweden und in Skandinavien. Und da kannst du schon ein paar Elche schießen, ohne da einen nennenswerten Kollaps anzurichten. Tiger zu jagen ist hingegen völliger Mumpitz. Und ja, und bei solchen Gelegenheiten hat er sich immer einheimische Führer geholt und hat die natürlich hier mit anderen Namen betitelt. Ja, und das einzig Wahre gemacht, das einzig weitmännische Verhalten gezeigt, indem er sich einheimische Führer, die sämtliches Gepäck auf ihren Köpfen durch die Gegend getragen haben, das war die einzig weitmännische Art und Weise vorzugehen für diesen Jagdausflug. Das liest sich mitunter schon wirklich sehr falsch heutzutage. Ja. Also das nur mal am Rande angemerkt. Und einfach auch dieses Großjägertum, dieses Töten von Tieren, die einfach nicht getötet werden sollten, weil sie keine natürlichen Feinde haben und weil es für das Ökosystem völliger Mumpitz ist, einen Tiger zu schießen. Es ist einfach Quatsch, es ist doof, es ist auch Spaß am Töten und zu allem Überfluss dann auch noch sehen, sich auch einen Tigerkopf an die Wand zu hängen, was für ein toller Hecht man doch ist, dass man in der Lage war mit einem Hightech-Schießprügel, auch damals in den 50ern, 60ern war das schon ein Hightech-Schießprügel, einen Tiger totgeschossen zu haben. Oh, großer Held. Ja, ich hasse das und ich habe da nur Verachtung für übrig, für so ein Verhalten und damit kommt der Autor bei mir einfach als Person nicht besonders gut weg. So, jetzt ist der aber tot. So, und das führt dazu, dass man jetzt die Frage stellen muss, wie geht man jetzt damit um, dass ein toter, fragwürdiger Mensch, mindestens mal das, ein Buch verfasst hat, das abgesehen von der nicht mehr zeitgemäßen Sprache, die einem sauer aufstoßen kann, leider ganz hervorragend ist. Ja, als Survival-Buch klasse, absolut toll. Warum? Weil er nämlich, abgesehen davon, dass er sich wahrscheinlich als was Besseres gehalten hat als die Einheimischen, trotzdem mit den Einheimischen geredet hat und den Erfahrungsbericht, das, was ihm die Einheimischen zum Überleben in der jeweiligen Natur, in der er unterwegs war, erzählt haben, hat er wird zumindest so wortwörtlich übernommen, teilweise sogar in Dialogen, die hier abgeschrieben sind, übernommen und gibt uns quasi auf diesem Wege das Wissen der Einheimischen für das Überleben im jeweiligen Ökosystem mit auf den Weg. Und das ist klasse. Ja? Das ist inhaltlich echt super. Da habe ich jetzt ein Problem. Ja? Trennt man Künstler und Werk? Wann kann man Künstler und Werk trennen? Kann man ein solches Buch empfehlen, wenn der Autor eben möglicherweise mindestens das mit dem Jagd, diesen Dreck am Stecken hat er. Das ist Fakt. Und das würde mir schon reichen. Da muss die ganze Nazi-Vergangenheit noch gar nicht mal unbedingt dazukommen. Und ja, kann man das jetzt machen oder kann man das nicht machen? Und darum würde ich jetzt einfach mal sagen, gebe eine begrenzte Leseempfehlung für dieses Buch heraus. Der Autor selber profitiert ja nicht mehr davon, wenn man das irgendwo, das gibt es auch nicht mehr im normalen Buchhandel, da muss man irgendwie antiquariatstechnisch drankommen oder sonst wie. Aber wenn man da noch irgendwie drankommt, dann ist es für einenjenigen, der sich mit Survival auseinandersetzt und die Geschichte des Survival interessant findet, ist es auf jeden Fall eine lehrreiche Lektüre.
Ja, das ist wie für einen Historiker möglicherweise interessant sein könnte, tatsächlich Mein Kampf mal durchzulesen, was wohl ein ziemlicher Krampf sein muss. Aber ja, ne? Also in so einem Zusammenhang mag das vielleicht Sinn geben. Wie gesagt, der Autor ist tot. Der profitiert nicht mehr davon, dass sein Buch gelesen wird. Der Verlag kann nichts dafür, dass der Autor ist, wer er ist. Vielleicht ein bisschen können wir heute nicht mehr nachvollziehen. Hinten und vorne nicht. Davon abgesehen, das sind alles gebrauchte Bücher. Da gibt es wahrscheinlich kein einziges, wo der Verlag noch nennenswert Geld dran verdienen würde, wenn wir die heute lesen. Ich persönlich kann es also mit meinem Gewissen durchaus vereinen, dass ich das gelesen habe und würde es auch jederzeit wieder so als Nachschlagewerk verwenden, eben für die Geschichte des Survivals. Aber für mich ist es einfach wichtig, dass man weiß, wer der Autor ist in diesem Zusammenhang und das irgendwo in den Kontext mit einfließen lässt, gerade wenn er es über die einheimischen Führer hat, die da eben auf seinen Wanderungen, seinen Reisen immer mal wieder eine Rolle gespielt haben. So. Und damit jetzt wirklich noch mal ein paar Takte zum Buch als solches. Das ist unterteilt in die gängigen Themen des Survivals. Ich lese euch gerne mal das Inhaltsverzeichnis vor. Was ist Survival? Funke und Feuer, Wasser in Wildnis und Wüste, das Lagerfeuer unter allen Bedingungen, welches Dach über dem Kopf, ein Blockhaus in 8 Tagen, Schlafen in Schnee und Eis, Nahrung ist überall, die Jagd ohne Waffen, auch Fische sind zu haben, Verstand gehört zur Jagd, primitive und moderne Waffen, Küche ohne Komfort, wie man sich anzieht, was man bei sich hat, durch weglose Wildnis, verirrt aber nicht verloren. Er war ja ein erfolgreicher im Sinne von vieles getötet, was man nicht hätte töten müssen, Jäger. Und somit muss man dem Mann schon den notwendigen Sachverstand, insbesondere für die jagdlichen Kapitel, unterstellen. Und dieses Ganze ja sowieso noch aus einer Zeit stammt, als im Outdoor-Bereich noch erheblich weniger Komfort verfügbar war als heute. Und selbst aus der Sicht desjenigen, der in den 50er, 60er Jahren im Outdoor-Bereich tätig war, kam ihm manches moderne Zeug, was 50er, 60er Jahre modern war, schon zu modern vor und er hat lieber auf einfachere Lösungen zurückgegriffen. Das heißt, der Mann, das muss man schon sagen, hat schon Ahnung, wie man mit geringen, einfachen Mitteln in der Natur gut klarkommt. Und da, wo er eben von irgendwas nicht Ahnung hatte, hier zum Beispiel wird Birkenrinde noch als Geheimtipp gepriesen. Ja, das war damals tatsächlich noch so, dass nicht jeder Dödel aufgrund von YouTube, Dödel, nicht, dass ich jemanden beleidigen möchte, aber einfach für jeder weiß das. Jeder noch so nicht viel mitbekommen hat inzwischen mitbekommen, dass man mit Birkenrinde, also fast jeder, wunderbar ein Feuer anzünden kann. Ja, also es ist inzwischen fast schon, ja nicht Volkswissen, es gibt ja genug Leute, die mit Survival so gar nichts anfangen können, aber wenn du dich auch nur ansatzweise mit dem Leben im Walde auseinandergesetzt hast, dann weißt du das. Und hier ist das echt noch eine News, ja, da wird das noch als richtig krasser Geheimtipp verkauft, weil es das damals wahrscheinlich gewesen ist. Ja? Aber vieles, was man aus modernen Survival-Büchern kennt und darüber hinaus vieles, was in modernen Survival-Büchern nicht mal mehr drinsteht, finden wir hier. Und darunter auch jede Menge, übrigens gar nicht mal schlecht bebilderte Survival-Techniken, die man heute also wirklich, wenn man zum Beispiel eine Schneehöhle anlegt, inklusive Belüftungsloch und so weiter, die wir in moderner Survival-Literatur genauso nochmal finden. Entweder war das damals schon klar und stand in den Militärhandbüchern und meistens hat es da abgeschrieben oder die Einheimischen haben es ihm verraten und dann hat man später bei ihm abgeschrieben, wäre durchaus vorstellbar. Wir wissen ja, dass Neberg, abgeschrieben ist ein böses Wort, aber Neberg hat sich für seine eigenen Recherchen schon bei Meißner orientiert und da das eine oder andere abgeguckt, hier Igloo-Bau zum Beispiel. Ja? Oder auch ganz viele Techniken zur Wassergewinnung, die ein absoluter Klassiker sind, die man in so ziemlich jedem Survival-Buch findet. Die Anleitung zum Blockhausbau ist übrigens auch klasse. Oder hier diverse Möglichkeiten, ein Tarp aufzubauen. Es gibt zig YouTube-Videos, die sich eben sehr, sehr erfolgreich damit auseinandersetzen, welche vielen Möglichkeiten es eigentlich gibt, ein Tarp aufzubauen. Ja, das wusste man offensichtlich auch schon in den 60ern. Und hier sind sie abgebildet. Ja, und das sind nur ein paar. Er beschreibt noch andere. Also der Wissensumfang, der hier drin steht, der ist schon wirklich, wirklich bemerkenswert. Und da das das erste Survival-Buch der heutigen Zeit ist, muss man das einfach als Referenz nehmen für alles, was später geschehen ist. Und so gesehen möchte ich, muss ich fast, dem Meißner also einen deutlich großen Einfluss auf die gesamte, zumindest die deutsch geprägte, Survival-Szene schon zugestehen. Ja?
Und daher ist die Literatur dieses Buches durchaus empfehlenswert, insbesondere erstens für Leute, die ein gutes Survival-Buch haben wollen, weil das ist es. Zweitens für Leute, die nicht fast vergessene Insider-Informationen der Einheimischen in den jeweiligen Klima- und Ökozonen haben möchten, wie man da am besten klarkommt. Zum Beispiel sehr, sehr gut ist die Beschreibung eines Nomaden aus der Sahara, der einem eben erklärt, wie man in der Sahara denn am besten bitte schön Wasser findet. Sehr nachvollziehbar und für mich mit dem, was ich so weiß über Natur und Pflanzen und die Bedingungen draußen, klingt das alles absolut sinnergebend. Und er beginnt, das finde ich auch interessant, Neberg hat das zum Teil auch manchmal gemacht in manchen seiner Werke. Er beginnt quasi jedes Kapitel mit einem tragischen Todesfall. Da ist jemand gestorben an folgendem, weil er das und das nicht gewusst hat. Und dann wird man hinterher erfahren als geneigter Leser, welche Survival Skills man hätte haben müssen, um in der genannten Situation eben nicht zu sterben. Und das ist schon didaktisch geschickt. Das ist ein gutes Buch. Punkt. Ja? Sogar ein ausgezeichnetes Buch, wenn man Survival-Literatur interessant findet. Außerdem hat der Mann jede Menge Erfahrung als Schriftsteller zum Zeitpunkt, als er das geschrieben hat, bereits gehabt. Und auch das merkt man. Ja, natürlich ist die Sprache alt. Ne? Aber ja. Also wenn man Fazit. Wenn man über die Vergangenheit hinwegsehen kann, die der Autor hat, oder die Eigenschaften, die der Autor hat, wahrscheinlich auch im Alter noch irgendwo hatte, und das wirklich trennt vom Werk als solchen und insbesondere die Informationen schätzt, die eben von den Einheimischen, ne, Indigenen, wenn man so möchte, hier eben beigetragen worden sind durch den Autor, dann ist das schon ein wertvolles Werk und dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen wollen. Man kriegt es derzeit noch überall für nicht besonders hohes Geld und ich möchte mich dann noch mal gerne bedanken bei demjenigen, der mir das hat zukommen lassen, zu meiner persönlichen Weiterbildung, weil ich hatte keine Ahnung vom Meißner. Und muss sagen, da bin ich jetzt auf jeden Fall schlauer. Das war hochspannend. Nochmal vielen herzlichen Dank, wie gesagt. Und vielleicht auch was für euch, wenn ihr noch eine Literatur für ja, die Feiertage vielleicht haben wollt. Ne? Es liest sich recht flott. Das sind viele Abbildungen drin. Daher ist das bei der Dicke trotzdem recht schnell durchgelesen. Sind auch recht große Buchstaben. Ne? Also so hier in dem Stil. So, ne? Also. So viel dazu. Ich hoffe, das war jetzt auch bei diesen interessanten Lichtbedingungen einigermaßen brauchbar. Bedanke mich. Bis morgen. Ciao.